Ja, es ist ein riesiger Erfolg. Wir haben die Studiengebühren jetzt abgeschafft. Das ist ein echter Systemwechsel. Bildung ist jetzt wieder eine staatliche Aufgabe und ist nicht mehr davon abhängig, ob irgendjemand das Geld hat, jetzt wirklich studieren zu gehen. In der Tat, wir freuen uns über jeden zusätzlichen Studierenden und die Zahlen zeigen das auch, dass wir die Bildungsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen steigern können. Wir brauchen das auch. Unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft braucht viele junge Fachkräfte für alle Ebenen in den Unternehmen, aber auch in den Verwaltungen, in den Kultureinrichtungen. Und das ist unser gemeinsamer Erfolg. Wichtig ist jetzt aber, dass wir das auch wirklich bekannt machen, dass die Leute das mitkriegen, dass das Studium gebührenfrei ist, dass wirklich alle auch merken, es hängt jetzt nur von dem ab, was ich im Kopf habe, ob ich studieren gehen kann oder nicht und nicht davon, ob ich mir die Studiengebühren leisten kann. Ich glaube, da ist noch eine Menge zu tun, das noch bekannter zu machen. Da sind natürlich viele Rückmeldungen, die individuell sind. Wir haben viele Mails und Antwortbriefe erhalten, wo sich Eltern bedanken, insbesondere, dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind. Das zeigt, dass der Schuh drückte und diesen Druck haben wir weggenommen, indem die Studiengebühren weg sind. Aber wir brauchen viele Multiplikatoren, die klar machen, was das gesellschaftlich und was das auch für jeden Einzelnen bedeutet. Und dir nochmal klar machen, die Hochschulen bekommen weiterhin das Geld. Wir sichern den Hochschulen zu 4 Milliarden jedes Jahr über die Hochschulvereinbarung. Und das, was sie vorher über Studiengebühren hatten, die 249 Millionen, gibt es zusätzlich. Dann gibt es noch Geld über einen Pakt zwischen Bund und Land zur Verbesserung der Qualität der Lehre, auch nochmal 400 Millionen. Also da ist jetzt auch wirklich Geld da, um neue Studienanfängerinnen und Anfänger aufzunehmen. Jeder, der sagt, das wäre nicht da, da können wir gut gegenhalten. Das Geld ist da jetzt. Unterm Strich können wir sagen, dass den Hochschulen noch nie so viel Geld zur Verfügung stand wie zurzeit zur Verbesserung der Qualität der Lehre. Und das kann man über alle hinweg sagen, über unsere Universitäten, Technische Hochschule, Kunsthochschulen und natürlich Fachhochschulen, die besonders beim Ausbau der Studienplätze beteiligt sind. Also versprochen gehalten.